Ja, hallo, grüßt euch. Wir schauen uns heute den Griff Bmoll an, beziehungsweise man liest da oft H-Moll. Dann schauen wir uns heute an, das ist ein Bari-Griff. Ich zeige euch jetzt den, wie man den im Vollbari greift. Als erstes für den Bmoll gehen wir her im zweiten Bund und greifen mit dem Zeigefinger einen Bari über alle Seiten drüber. Da können wir nochmal testen, ob alle klingen. Dann nehmen wir den Mittelfinger auf die H-Seite im dritten Bund, den Ringfinger auf die D-Seite im vierten Bund und den kleinen Finger auf die G-Seite im vierten Bund. Und somit haben wir den B-Moll bzw. H-Moll. Da kann man alle Seiten anschlagen. So sollte er klingen. Er ist ein bisschen tricky, aber mit Übung kriegen wir ihn hin.